mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich bin hier! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hi! Hi, was soll ich denn? Zwick mich! Zwick mich! Warum? Zwick mich! Oh Gott. Ich mag Leuten nicht wehtun. Oh Gott! Oh mein Gott! Oh Gott, ich bin jetzt echt hier, ich glaube. Christina, gut geschlafen heute? Oh Gott, naja, 2 Stunden. 2 Stunden? Eigentlich dafür gar siehst du aber frisch aus. Ja. Wo kommst du her, Christina? Ich komme ursprünglich aus Kasachstan. Ich bin in Kasachstan geboren. Ich war 1 Jahr alt, wo wir nach Deutschland gezogen sind, ausgewandert mit meiner Familie. Und ich bin jetzt 22 Jahre alt. Wo wohnt deine Familie und du? Wo wohnt ihr? In Eggenfelden. Das ist eine ganz kleine Stadt in Niederbayern. Und hast du was im Beruf? Ich habe Einzelhandelskauffrau gelernt. Mhm. Und arbeite als Schuhverkäuferin. Das sieht man denn. Ich wollte gerade sagen, deine Schuhe sind hübsch. Zeig mal. Ja, hübsch. Was machst du sonst in deiner Freizeit? Ich koche sehr gerne mit meinem Mann. Ja. Und du verheiratet? Ja, ich war 13 Jahre alt, wo wir uns kennengelernt haben. Er war 16. Das war 2010. Das war aber damals extrem schwer, weil er hat in Kasachstan gewohnt. Ah, okay. Und, wir sind jede 2 Jahre rübergeflogen mit meinen Eltern, weil meine Großeltern dort gewohnt haben. Und 2015 ist endlich passiert. Ich bin endlich 18 geworden und wir haben geheiratet. Also es war extrem schwer. Es hat mich auch nervlich total kaputt gemacht, weil ich wirklich jede Nacht im Bett gelegen bin und habe geweint. Weil jeden Tag? Natürlich. Quatsch. Natürlich, jede Nacht hast du natürlich geweint? Natürlich. Wenn man die große Liebe nur 2 Mal im Jahr sehen kann, dann ist es extrem hart. Das heißt praktisch, weil oh. Das ist doch ein Filmwert hier. Ja, das ist doch ein Drehbuch. Also da kann ich echt ein Buch schreiben. Und ja, mach das. Wenn ich das erzähle, dann kann ich das selber gar nicht glauben. Mach das. Das Buch würden Millionen kaufen, bin ich mir sicher. Oh Gott. Okay, was singst du für uns? Nobody Knows von Pink. Okay, schwerer Titel. Ja. Nobody knows, no, no, nobody knows, no, no, nobody likes. Nobody likes to lose it in my voice. Don't hold you so here before my life. Made it a choice, but I think nobody knows. Nobody knows. Babe, I hold a secret deep in me. There's no one else in the world that I could ever be. And babe, I hope you feel like I'm alone. Who's gonna be there after the last stages go? And I lost my back at home. I think nobody knows. Nobody knows. Nobody came. Yeah. Ich finde, dass du eine echt hübsche Oberlippe hast. Oberlippe? Okay. Also du hast eine schöne Oberlippe, finde ich. Und ich okay. finde, man hört ganz klar, dass wenn du so gefühlvolle Passagen singst, jetzt wie die, zum Beispiel die Strophe hier, schön, ja. Das ist klasse. Da kommst du gut rüber, da klingt die Stimme schön, da kannst du Gefühle zeigen. Sobald es dann richtig in diese Power geht, ja, dann, boah, dann schreist du immer so ein bisschen. Aber okay. Also du müsstest so echt ganz gefühlvolle Titel, okay. die klein sind, nicht keine Rocksongs würde ich, glaube ich, nicht machen. Ich finde, also die Strophen von Nobody Knows hast du richtig super gesungen. Okay, danke schön. Ja. Aber? Nur die Strophe allein reicht nicht immer, ne? Also ja, du müsstest dir Nummern suchen, wirklich, wie, also die im Refrain eben nicht dieses haben, sondern... Ja, ich glaube, bei ihr ist es wirklich, du versuchst ein bisschen zu professionell zu sein. Sei ganz normal. Ja. Der Refrain war okay. nicht gut. Okay. Ja. Ja. Du bist für die Bühne gemacht einfach, ne? Wie du da stehst, wie du da aussiehst, das ist unglaublich.
So eine wunderschöne Frau und so weiblich und so, wie soll ich dir sagen, du bringst auch eine gewisse Reife, aber siehst aber frisch aus, weißt du, es ist eine sehr, sehr gute Mischung, finde ich. Und ja, sehr sympathisch, wunderschön, du strahlst von allen deinen, wunderschön. Wenn du jetzt noch so viel Seele in deinen Gesang legen kannst, wie du im normalen, ganz normalen Erzählen mitbringst, das wäre schon mal super. Ich habe mir überlegt, was ich dir noch für einen Tipp geben kann, weil wenn du hochgehst, dann stumpfen deine Töne ab. Das heißt, du schickst sie irgendwie in so eine nasale Richtung, du musst aber versuchen, gerade rauszuhauen. Ja, werde ich wirklich Du siehst versuchen. Irgendwie aus wie so eine erfolgreiche Schauspielerin irgendwie. Schauspielerin? Ja, nee, so voll. Nein, dein Kopf, das sieht so aus wie. Das sieht irgendwie gut. Also du. Ja. Zava? Ja. Warner? Das gibt auch eine Chance. Viermal ja. Echt jetzt? Echt? Hätte ich gar nicht gedacht. Gott, das hat da nichts mit zu tun. Du hast eine gute Leistung gebracht. Vielen Dank. Christina ist im Recall und ihre große Liebe ist natürlich da, um diesen Erfolg mit ihr zu feiern. Ach Quatsch, der halbe Fanclub ist da und der dürfte noch wachsen. Glückwunsch!